In Saint-Rhe gibt es eine ganz besondere Straße, die Achtfächerstraße. Hier kann man viele volkstümliche Aktivitäten erleben. Außerdem hat genau diese Straße auch zu dem wirtschaftlichen Aufschwung von Saint-Rhe beigetragen. Ich bin sehr gespannt, was dahinter steckt. Deshalb habe ich mir heute zwei kleine Aufgaben ausgesucht, um einen Einblick über die Entwicklung von Saint-Rhe zu erlangen. Die antike Stadt Saint-Rhe in den Vororten von Hefei in der Provinz Anhui blickt auf eine mehr als 2500 Jahre alte Geschichte zurück und ist nach dem Zusammenfluss dreier Flüsse in ihrem Gebiet benannt. Außerdem gilt sie seit der Antike als eine wichtige Handelsstadt.好，我今天来帮忙。好，那你帮卖米饺吧。好，这个怎么卖呢？这个是嫩个，一个一块五毛钱。一块五毛钱。对。好，那你就给我卖米饺吧啊。行，卖饺子，卖饺子。<笑>有没有人想买饺子？一块五一个。要不要买饺子？买饺子。什么馅的？这个是豆腐，釜山人。对，要一个还是两个？两个吧，两个，3块钱。是从哪里过来的？合肥。那你是怎么就是知道三河？在手机上看到的。Die Reisdumplings sind in Saint-Rhe eine traditionelle Köstlichkeit, die von den Einwohnern gerne zum Frühstück gegessen werden. Da ich heute erst gegen Mittag hierher gekommen bin, hat es sich bei den Kunden vor allem um Touristen gehandelt, die extra nach Saint-Rhe gereist sind, um diese leckeren Dumplings zu probieren. Von solch einer Beliebtheit profitieren natürlich nicht nur die Ladenbesitzer, sondern auch Saint-Rhe selbst, da es den Touristenverkehr ordentlich ankurbelt. 可以吗？可以，拿，带来，自己拿吧。好，谢谢，辛苦了啊！谢谢。Ich probiere mal. Also, der wurde jetzt in Öl gebraten. Mal sehen, wie es schmeckt. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt oder zu der nächsten kleinen Arbeit. Und zwar werde ich lernen, wie man solche Federfächer macht. Schauen wir es uns doch gemeinsam an. Die Reisdumplings von Saint-Rhe haben als immaterielles Kulturerbe bereits ihren Weg in die Haushalte gefunden. Ein weiteres immaterielles Kulturerbe wird derzeit jedoch nur von einer Person aktiv ausgeübt und weitergegeben. Es handelt sich hierbei um die Herstellung von einem zeitaufwendigen sowie mühsamen 13-stufigen Federfächer. Wie kann dadurch die wirtschaftliche Entwicklung von Saint-Rhe gefördert werden? 哎，您好，您好，我是柯天，我是今天来帮忙的。您好，坐，不是特别了解玉毛山是怎么用的，或者就是它的历史来，就是是什么历史？就是我觉得这个特别好奇，你可以给我解释一下吗？可以啊，羽扇呢，它的原材料可能是用羽毛做的。那么羽毛在我们的民俗文化当中呢，羽毛是一种吉祥，是一种辟邪镇宅的物品。那么扇子呢？到今天，它讲到它的历史，它已经有上千年的历史。这么久？我应该说吧，从刚开始接触这个扇子的文化，到现在可能有40多年了。起初呢，我们可能是刚开始，可能都是瞄准它的经济价值。在80年代的时候呢，曾经一度出口，那时候就创外汇了。那么主要销到哪里？销到东南亚。那就比如说。咱们这种肥以来古镇，它会在经济这方面会不会有一些帮助？那肯定是有的。三河是国家五级景区，那么游客到了三河来的时候，如果话，他想购一些三河的特产，那么羽扇可能是他们首先选择的产品，它能给三河的旅游发展带来直接的社会经济效益。我们说到了传承传统文化，就是我们传承它的精髓。对，在创造当中，在加以创新，使它更富有文化的内涵和魅力。这样才是我们需要做的一些事情。确实。
那非常感谢您是这么耐心的给我解释一下这么多。那我今天不是有任务吗？那么我们对于刚刚介入学习羽扇的，那还是从基础性啊，我们来了解，来学习一下。好。Um die Federfächer besser verkaufen zu können, hat Herr Ding andere nicht zum Kulturerbe zählende Elemente der alten Stadt mit diesen verschmolzen, indem er beispielsweise Scherenschnitte verwendet, um Muster in die Mitte der Federfächer einzufügen oder Lujo-Holzschnitzereien anwendet, um den Griff der Federfächer herzustellen. Dadurch kann er die drei unterschiedlichen Arten miteinander verschmelzen und so mehr Verbraucher zum Kauf bewegen. Der heutige Tag geht leider schon dem Ende zu, jedoch hatte ich das Glück zu erfahren, was es mit der Herstellung der Federfächer auf sich hat und ich durfte sogar lokale Köstlichkeiten verkaufen. Dadurch habe ich gelernt, wie verschiedene Bereiche miteinander verbunden zu dem wirtschaftlichen Aufschwung in Sanhe beitragen.